Ich möchte Ihnen zunächst mal gratulieren zu diesem Jubiläum der Stiftung. Es gibt ja in der jüngeren deutschen Geschichte nicht allzu viele unbefleckte Namen. Rosa Luxemburg ist so einer. Kreativ, provokativ, kritisch und sehr demokratisch. Also ich habe als Westberliner nie gedacht, dass es so eine Stiftung mal geben wird. Ich stoße auf die letzten 25 Jahre und auf die nächsten 25 Jahre an. Da erwarte ich unheimlich viele Leute zu treffen, die ich in den letzten 20 Jahren hier kennengelernt habe. Die Transformationsforschung, die Suche nach dem Weg von sozial für sozialökologische Umgestaltung, eine gerechte Umgestaltung, steht von Anfang an im Zentrum der Arbeit unserer Stiftung. Wir setzen auf Veränderungen, die im Hier und Heute beginnen. Veränderungen, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu Nachhaltigkeit, zu friedlichen Konfliktlösungen führen. Und dabei wollen wir aber nicht stehen bleiben. Zugleich wollen wir Wege öffnen für ein neues Gesellschaftsmodell. Wir sind immer noch ganz, ganz stark in Bewegung. Wir fördern ganz tolle junge Menschen. Und ich glaube, wir sind immer noch ganz, ganz neugierig und wirklich ganz engagiert, wirklich sozusagen Welt verändern zu wollen. Na, ich denke, sie sind ganz vielen Fragen nicht im Mainstream und das ist gut so. Die Geburt der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor nunmehr 25 Jahren ist eng mit dem Umbruch in der DDR verbunden. Dennoch, von Anfang an ging es den Gründungsmitgliedern nicht um ein Festhalten, um Nostalgie oder gar Rechtfertigung eigenen Handelns. Es gab den festen Willen, sich ehrlich und selbstkritisch und zwar als Beteiligte mit der DDR-Geschichte auseinanderzusetzen. Und zugleich wurde erkannt, dass die Gesellschaft, der wir beigetreten waren, eine kritische Analyse von links braucht. Und dass aus dieser Analyse Alternativen erwachsen müssen. Alternativlos ist das Wort der Kanzlerin, es ist nicht unseres. Der Fremdenfeindlichkeit mutig, ausdauernd und aufklärend mit nachhaltig angelegten Kampagnen und Initiativen Paroli zu bieten. Es ist großartig, dass die Stiftung 25 Jahre gibt. Ich habe bisher eben miterleben können, dass diese Eigenständigkeit, auch wirklich eigene Gedanken haben zu dürfen, weiterhin vorhanden ist. Wir können de facto hier unsere Intention, anders leben, anders denken, anders handeln zu wollen, zum Beruf machen. Und das ist einfach super. Dass man sich nur wünschen kann, dass es so eine Akteure und eine Institution wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung lange gibt. Dass man guckt, wie kann man alternativ Bildungsarbeit gestalten, wie kann man das offener gestalten, wie kann man es barrierefreier gestalten zum Beispiel. Das finde ich total schön. Wir werden direkt neben dem Ostbahnhof vor dem alten Postbahnhofsgebäude bauen. Es ist wichtig, einen Ort in der Mitte Berlins zu haben, so, wo gesellschaftliche Prozesse analysiert, aber auch diskutiert werden können. Wir wohnen quasi zur Miete seit Jahren. Insofern ist es schon wichtig, auch um selbst bestimmen zu können, wie man welche Räumlichkeiten nutzt, dass wir jetzt endlich in ein eigenes Gebäude kommen. Und ich hoffe, es wird ein Ort der Kultur, es wird ein Ort der Begegnung und es wird ein Ort des Nachdenkens.